Hallihallo, Hallöchen, und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von OMSI 2, dem Omnibus Simulator. Wir sind heute tatsächlich das erste Mal in der Saison im Winter unterwegs und ja, werden uns hier ein bisschen durch den Schnee jagen, katapultieren, hoffentlich nicht. Wir werden mal schauen, was so übrig bleibt, aber auf jeden Fall mal wieder hier im Winter unterwegs. Der erste Schnee ist hier gefallen in Waldhofen und entsprechend werden wir jetzt hier eine kleine Runde düsen. Wir sind hier mit dem, den Motormodus, sind hier mit dem Facelift unterwegs. Was macht der Motor? Das klingt schon mal nicht schlecht. So, wir brauchen ein bisschen Licht. Gar kein Öldruck. Okay, das geht wieder weg. Das finde ich gut. Wir brauchen ein bisschen Licht. Schon lange nicht mehr Facelift gefahren, fällt mir auch gerade auf, ne? So jetzt hier seit lange mal wieder hier. Dann brauchen wir ein bisschen Heizung natürlich. Auch schon keine Heizung mehr bedient, fällt mir auf. So. Die hat so eine Automatik hier, ne? So was. Manual. Achso, nee, das wäre Auto, ne? Wir machen mal Manual auf 18, sonst gehen uns die Fahrgäste an. Natürlich ein bisschen Preheat, sonst haben wir da ein bisschen Probleme. So, hier vorne natürlich auch ein bisschen warm bei uns am Fahrarbeitsplatz. So, an damit. Wunderbar. Ja, das müsste passen. Klima brauchen wir nicht. Ja, na Quatsch, auch nicht. Und dann hätte ich gesagt, wir brauchen ja noch irgendwie, ne, so. Und jetzt gibt es Pfeilchen und einmal einen Fahrplan. Dem jetzt hier 591 nach Rüdingerfeld steht. 591. Achso. Hier muss man das so eintippen. Okay. Das stimmt sogar tatsächlich der Abwechslung mal. Ne? Schon lange nicht mehr mit dem Bus hier gefahren, aber trotzdem die Kasse irgendwie. Irgendwie haben wir das hingebogen hier, ne? So sieht das Ganze dann aus von hier. Da hätte ich gesagt. Wir schauen mal, dass wir da im Schnee ein bisschen weiterkommen. Also einmal um eine Kurve hier, ne? Ah, ZF, schön. So, achso, ja. Ich bin so weit weg. Ich ändere das mal ganz fix. So. Aber mit wollt ihr schon mal, das finde ich gut. Das ist schon mal richtig. So, wir haben doch das. Machen wir mal das Auto in die Linie hier rein. Und schönen guten Tag. Hallöchens. So, was sagt denn die Fahrzeit? Wir haben noch eine Minute, ne? 20. Ja, die kriegen wir noch ganz kurz abgewartet hier. Ich mache mal die Türflügelsperre rein, damit jetzt hier nicht unbedingt gleich die Temperatur rausgeht, wenn wir schon welche aufbauen. Ansonsten ja, eigentlich reicht. Bus ist noch schön kühl abgekühlt. Das ist damit immer echt ein unschönes Gefühl, wenn so ein Bus einsteigt, der gerade ganz frisch irgendwie vom Hof kam oder so. Und ist noch so schön kalt. Da drin ist so das ganze Inventar noch so richtig. Sitzt so die Kälte in jedem Sitz drin. Ich weiß noch, früher immer mit der Schulbus war so die erste Fahrt morgens mit dem Fahrzeug und irgendwie war das noch nicht warm. Das war wurde dann im Laufe der Fahrt, aber ja. So, 40, ja, jetzt ist gleich in 30, also wenn 30 Sekunden ist, kommen wir dann eigentlich langsam los, hätte ich gesagt. Jetzt hier kommt auch keiner mehr. So, dann machen wir hier mal.
So, ab hier war es gerade ein bisschen schwierig, da war es gerade ganz passend, weil da nicht viel los war. Aber jetzt hier sollte man vielleicht doch wieder von hier vorne fahren. Die Kurve habe ich auch falsch angefahren, ne? Ich merke schon, den Bordstein bekommen ist gar keiner. Oh, mal hier weiter. So, wollen wir mal vielleicht nicht ganz so fix fahren. Ist ja mal um sie ein bisschen unterschiedlich, welcher Splinter als irgendwie welche Fahreigenschaften besitzt. Ja, wir sollten ein bisschen Wetter angepasst fahren. Ich glaube, das ist auch nochmal jetzt ein Thema, was dann natürlich die nächste Zeit wieder auftritt. Dieses Wetter angepasste Fahren. Ja, ja. Irgendwie sollte es nicht sogar dieses Wochenende so ein Teilgebieten schon irgendwo so ein bisschen. Ich glaube, das war jetzt schon. Also hier irgendwie im Raum Karlsruhe noch nicht, aber ich glaube, das war jetzt tatsächlich, dass wir hier dieses Wochenende schon irgendwo so ein bisschen Schnee haben. Also gar nicht mal so unpassend, das mit dem Video. Gut, das ist ein Video on demand, das heißt, es kann natürlich sein, dass ihr das dann komplett anders seht, aber ja, wenn wir noch irgendwann kommt das auch noch auf uns alle zu. Ich merke gerade, dass ich voll Hunger habe, das ist ja okay. Ganz wilde Geschichte natürlich. Mega spannend, dass es auch vielleicht ein bisschen spät ist, um was zu essen. Aber das Video, das gehört noch aufgenommen, ne? Das ist noch eine vollkommen unausweichliche Angelegenheit. So, 70, ja, ich fahre irgendwie schon die ganze Zeit wesentlich langsamer. Vertraue da ehrlich gesagt diesen Kurwinskis hier nicht wirklich, ne? So, Ratadas hat bei dem Wetter auch mal so ein bisschen kritisch. Ich werde es immer mal probieren, aber ne, was habe ich, glaube ich, nur um sie 1 gelernt, man soll auf den so einen Retarder eher abschalten, wenn es um Winter geht, weil der dann dabei so ein bisschen stärker dran zieht und man das irgendwie dann nicht ganz so gut kontrollieren kann. Aber ja, dafür gibt es ja hier der diesen. Ist halt der hier, ne? Ja, genau. So. Damit wir quasi den Retarder, der mit reingeht, wenn wir auf der Fußbremse stehen, dass der zumindest deaktiviert wäre. Ich lasse es mal, solange es noch gut geht. Also es ist jetzt ja hier vergleichsweise gut. Ich glaube zwar auch nicht, dass es gleich irgendwie jetzt hier direkt im November noch so wird. Aber ne, man kann es ja, man will es ja auch nicht jinxen, ne? Es ist halt unterschiedlich. Aber die Vögel zwitschern ganz leise. Ja, klar. Ja, die müssen auch irgendwo sein, ne? Für die kam das vielleicht auch plötzlich. So, ne, kann mich ja trotzdem 40, ne? Das. Ach, dann wird wieder ein Spaß hier, ne? Die ganzen Winterfolgen aufnehmen und dann schlittert man, dann bekommt man die Heizung im Bus nicht an. Ach ja, das hat auch wieder seinen eigenen Flair. Muss ich sagen, diese saisonangepassten Omsi-Folgen, also, ich sag mal, ich mach das jetzt trotzdem nicht immer so, dass jetzt jede Folge dann irgendwie bis Februar, Mitte stattfindet. Aber so von Mal zu Mal, wenn es dann irgendwie also wieder losgeht mit den Weihnachtsmärkten hier in-game und ach, das ist teilweise schon mal ganz schön. Ich meine, so bei so Präsentationen ist es immer ganz cool, das so in Standard sommerlich zu sehen, aber ich finde, das hat immer so ein bisschen so einen Reiz. Dann fährst du mit verschiedenen Bussen, dann weißt du nicht, wie die Heizung funktioniert. Also für euch natürlich weiß ich nicht, ob das sonderlich spannend ist, aber ich finde das irgendwie immer ganz cool, da wieder mit ganz anderen Spielmechaniken auch mal wieder vertraut gemacht zu werden, die man halt irgendwie noch eine Zeit lang vielleicht nicht unbedingt verwendet hat. Ist schon irgendwie ganz cool. Und ja, schon mal verzweifeln Zuschauer, wenn er 100-mal nur anmoderieren muss, weil er irgendwo irgendwas nett findet. Ja, das macht Spaß. Auch zum Aufnehmen ist das nicht sehr effizient. Aber hey, soll das schon davon aber eine Halde stehen, ich erinnere mich. Aber Waldhofen ist auch einer der, ich sag mal, mit am wenigsten bekannten David-M-Maps, wenn man das mal so sieht, ne? Am wenigsten verbreitet, am seltensten gefahren. Obwohl sie halt, ich sag mal, nach Alheim, aber vor Alheim-Laurensbach kam. Oder auch inzwischen war doch auch noch Winsenburg. Oder was zwischen Winsenburg? Ja, es ist immer so ein bisschen gemischt, ne? So ist halt jetzt nicht, aber auf jeden Fall nicht, ich sag mal, so alt, dass man sagt, jo, das ist irgendwie vom Gestaltungs Dingens her passt das nicht, sondern das ist einfach irgendwie, weiß ich nicht, fällt so ein bisschen hinten runter, immer habe ich das Gefühl.
Umsteigemöglichkeit zu den Bussen in Richtung Hofkamp über Bellenbusch und Bommerholz zur S-Bahn sowie zum Regionalverkehr. Der Ausstieg dort natürlich in Fahrtrichtung rechts. Jetzt können wir der Station natürlich gleich mal gucken, wie das denn aussieht mit der Temperatur, ne? Also wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Motorwärme, dass wir vielleicht die Zusatzheizung abschalten können, dass das auch mal so ein bisschen, wenn man es halt braucht, lässt man es aus. Ich meine, der Motor heizt ja dann, wenn er ein bisschen warm ist, im Endeffekt genug. Das heißt, da brauche ich noch zusätzlich irgendwas tun, aber wen's halt noch nicht boss, dann boss halt noch nicht. So. Albringhausen. Oh, eieiei. So, einmal eingestiegen. Ist auch auf die Route pünktlich. Das ist ja fantastisch. Schön und Dach. So. Ich werde mal ganz kurz hier den Blick nach unten wagen. Es sind 13 Grad. Da können wir das hier mal ausmachen und umluft mal aus, dass wir ein bisschen Luft von außen haben. Das klingt irgendwie angenehmer. So, zumindest langfristig angenehmer. Okay, das ist das, was das Schild hier meint mit geradeaus. Okay. So, hintere Tür natürlich gleich wieder zumachen. Das wird sonst ein wenig kühl. Wie sieht es denn hier aus mit dem Abbiegen? Da müssen wir rennen. Okay, ist ja problematisch jetzt. Das sieht nämlich ein bisschen eng und schlecht geräumt aus. Aber hey, wir probieren das mal. Das klang jetzt nicht ganz so positiv. Wenn ich das Feedback sehe mit dem Citybus-Manager, dann war aber auch wild. Ja, Busfahrer-Fahrstil heute mal wieder nicht ganz so. Ja, nicht ganz so Premium. Mal schauen. So, dann fährt es aber tatsächlich hier durch das Tal, weil das finde ich einen schönen Teil der Karte, muss ich tatsächlich sagen. Da kommt man echt wesentlich zu selten dran vorbei. So, natürlich will hier jemand einsteigen. Absolut nachvollziehbar hier. So. Schönen guten Tag. Hallo. So, Radwegkreuzer. Das ist ja wieder schön. Das ist hier mitten in der Pampa. Vor allem der Weg in die Richtung ist irgendwie nochmal ein bisschen pampaiger als der andere. Das sieht gut aus, wenn auch sehr knäppjes. So, immer wird es langsam ein bisschen warm, ne? Man taut so ein kleines bisschen auf hier im Bus. So. Uiuiui, ja. Erde an Berg. Andrea, bist du's? Uiuiui, sieht aber schon ganz schön schnell, ganz schön dreckig aus hier, der Kollege. Uiuiui. So, da geht's wieder bergab. Das ist aber echt, ja, das ist der wildere Weg hier lang. Ja, kann man sich auch mal beschweren, ne? Busfahrer-Fahrstil. So, da ist keiner. Wir müssen aber so komisch nach links, ne? Ja, ein bisschen konzentrieren. Das ist ja alles komplett in weiß gehalten, ne? Da siehst du halt echt wenig Unterschiede. So, das ist Einbahnstraße und rechts kommt nix. Ey, du fährst. Ui, puh, warte mal. Ja, wild. Das ist aber haarscharf hier, ja? Das ist wirklich, das ist nicht von schlechten Eltern hier. Das ist auch ein komischer Spruch, ne? Weiß ich nicht.
würde ich es vielleicht nicht mehr in mein Let's Play einbauen. 3 von 10. Komischer Spruch. So, Fahrzeit sehe ich nicht so ganz, aber das wird schon irgendwie passen. Da auch schon noch ein Pfeilchen. Ach, das ist eine Haltestelle. Ich muss doch dann aber so schräg nach rechts, oder? Ja, was ist der falsche Türflügel? Der andere wäre jetzt ein bisschen näher an der Kante gewesen. Ja, eben, das ist halt hier ein bisschen kantentechnisch. Ach, von da muss man da lang. Okay. Ja, direkt die ganzen Traktoren hier. Eieiei. Die können aber schon da gleich Schnee schieben. Ne? So Schaufel vorne dran und dann Abfahrt. Klappmütze, auch ein schöner Name. Bin ich hier noch irgendwie weiter? Mal, kann ich dann das Display durchschalten? Dann sehe ich immer was anderes hier, ne? Aber ja, auch nichts Gescheites. Na, guten Tag. Grad, ach ja. Oh, aber 20 draus. Ist natürlich immer, also ich habe gefühlt jedes Jahr aufs Neue, jetzt ist auch wieder der Teil des Jahres, wo der Struggle anfängt. Und zwar, du hast jetzt irgendwie in der etwas kälteren Jahreszeit eine dicke Jacke an. Ja, was ist das hier? Das ist eine dicke Jacke. Ich weiß nicht, ob ihr das anhabt. Ich glaube, ihr habt das nicht an, liebe Leute, aber der Struggle, wie gut jetzt Fahrzeuge Winter geheizt werden sollen, sodass man sich wirklich aufwärmt und selbst ohne Jacke da sitzen kann, wie jetzt 18 bis 20 Grad. Oder so, dass man mit Jacke quasi angenehm da sitzt. Allerdings ist er ja wieder der Fahrer vorne, der auch irgendwie eine angenehme Temperatur haben möchte. Also das ist, glaube ich, eine schwierige Sache, wie man da jetzt irgendwie mit umgeht. Oft ist es ja so, also die meisten Fahrzeuge, ich habe das Gefühl, werden so plus minus 20 Grad rumgehalten. Auch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Schienenfahrzeuge oder so. Da wird mir dann schon mit Jacke auch immer eher zu warm. Also die man halt dann anzieht, wenn es draußen irgendwie, weiß ich nicht, um die 0 Grad oder so hat. Also mit so einer Jacke dann bei 20 Grad, da gehst du halt schon ein. Also was immer ganz cool ist, man hat so die ersten 5 bis 10 Minuten ja so ein bisschen diesen Aufwärmeffekt. Also im Laufe der Zeit, wenn man dann akklimatisiert ist, ist das dann schon, nennen wir es mal, warm. Ne? Deswegen finde ich es aber trotzdem irgendwie cool und angenehm. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist schon ganz gut, wie es jetzt gerade ist. Denn gerade beim Bus macht es jetzt auch keinen großen Unterschied. Also gar keinen Unterschied, ob man jetzt mehr oder weniger heizt. Also das ändert ja jetzt an irgendwelchen Energieverbräuchen auch nichts. Wenn ich jetzt einen Zug halt habe, das ist wieder ein Thema, wo man echt tatsächlich überlegen muss, wie geht man das jetzt an. Aber alles, was jetzt irgendwie motorbetrieben ist, da ist das ja durch die Abwärme sowieso ein Faktor, der eh passiert. Das heißt, da macht es keinen Unterschied, auf wie viel Grad ich jetzt den Bus meinetwegen heize. Aber da weiß ich echt auch gar nicht, wie da so die generelle Präferenz ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich auf der längeren, also in Anführungsstrichen längeren Bahn fahre, nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde, aber eben die Jacke ausziehe, bin ich eher einer der wenigen, die das tut. Wenn ich mich mal so mal umschaue, was die anderen Fahrgäste machen, ist das eher kein Thema, habe ich das Gefühl. Das heißt ja eigentlich, dass die anderen entweder trotzdem frieren oder einfach nicht der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, die Jacke an- und auszuziehen. So, ne? Das heißt, daraus lese ich dann eher, dass die ganz gern ihre Jacke anbehalten wollen würden und deswegen vielleicht nicht ganz so warm hätten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, ob das irgendwie so eine weit verbreitete Meinung ist, aber ist ja auch erstmal ein ganz spannendes Spannungsfeld, ne? Temperaturen, Fahrzeugen, so. Und Geschwindigkeiten bei Schnee ist auch immer gerne ein Punkt, in dem sich dann an dem dann Leute, andere Leute irgendwie mit ihrer Geschwindigkeitswahl nerven. Was auch irgendwie uncool ist. Ich mach mal beide Türflügel hier, ne? Schönen guten Tag. Hi. Ihr könnt auch gerne den anderen nutzen, wenn der offen ist. Ne, macht der eh nicht. Okay.
gibt ja auch eine Endhaltestelle, ne? Ja, ja. Das ist ja alles gewesen, oder? Da kennt man beim Schnee noch viel weniger wieder als sonst. Aber eben direkt wird einem innerlich kalt, wenn man davor sitzt. Ne? Wird jetzt da vorne meine Luftauslässe beim Fahren noch so ein kleines bisschen auf die Hände drehen oder so. Ach, ich darf sogar abbiegen. Hier ist die Haltelinie. Wenn ich hier abbiege, kann ich fahren. Da kann mir nichts passieren. Ja, der ist aber schon direkt dreckig, ja, der Kollege. Eieiei. So, aber bitte schön die Füße abtreten. Ist wichtig. Sonst habe ich hier den ganzen Schmock im Bus. So, Aussteige. Wer keiner. Schönen guten Tag. Hallo. So, jetzt müssen wir noch eben diese 20 Grad. Naja. 19. Immer nach der Tür halt, ne? Jetzt bin ich aber echt gespannt, wo wir jetzt hier in die Stadt kommen. Also irgendwie kenne ich mich dann auch echt zu wenig aus auf der Karte. Das ist auch, glaube ich, bei mir eine der David-M-Maps, wo ich am wenigsten drauf auskenne. Also selbst Winsenburg kenne ich da besser als das hier. Wobei Winsenburg ja vorher gewesen sein muss, weil hier, glaube ich, ein Teil von Winsenburg irgendwie mit drauf ist. Ja, nee, vom Südbahnhof. Ich glaube, die 110... Dass hier doch auch irgendwo der Teil verbaut, wo er dann so steil wird und so eng. Ja, irgendwie sagt mir das was. So, auf hier. Hallo. Hallo. So, liegen sie rum, das schaffen wir eh nicht mehr. Okay. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Ach, guck mal, Winsenburg. Da. Wenn man davon spricht, wollte ich sie vom Teufel sagen, weil Winsenburg ist jetzt nicht der Teufel in meinen Augen. Es ist eine schöne Karte, der man die alte natürlich ansieht, aber es ist eine schöne Karte. Ja, Winsenburg bin ich gerne gefahren. Stimmt, die sind wir doch auch in einem der letzten Livestreams mal gefahren, wenn ich mich nicht täusche. Stimmt, Mofi ist doch irgendwo dann da auf den Überlandlinien gefahren. Ich erinnere mich. War ein schöner Fahrer. Man sieht absolut nichts im Spiegel. Ne? Das ist abartig. So, einen schönen guten Tag. Hallo. Ja, also hier brauchst du schon 20 Grad im Bus, weil du kühlst halt immer wieder um 2 Grad ab, wenn du die Türen aufmachst, ne? Pling. So, immer mal so ein bisschen die Fensterscheibe freimachen, sonst ist das zu dunkel. Wobei, das ist wie so ein Dark Mode. Ne, ich kein Dark Mode, der invertiert ja die Farben. Das ist eher wie so ein, wie dieser Windows-Nacht-Modus einfach, wenn es hier so leise, aber bestimmt so ein kleiner Schmutzfilm auf die Scheibe legt. Dann hat das was von diesem Windows-Nacht-Modus. Gut, da ist jetzt kein Blaufilter dabei, aber so die Helligkeit reduzieren tut es auf jeden Fall. So, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Wenn ich schon durch die geöffnete, also durch die halb geöffnete Tür Hallo durchschreien darf, dann darf der Kind das auch. So. Ich habe mich gerade echt irritiert gefühlt, weil das direkt geantwortet hat, obwohl das doch vergleichsweise weit draußen war. Dum, dum, dum. Waldhofen, Bahnhof. Oh, Bahnhof. Zu den Bussen in Richtung Weisenbruch über Eschenbeck, Bellenbusch, Mühlerforst, Hofkamp über Bommerholz zur S-Bahn sowie zum Regionalverkehr. Ausstiegen, Fahrtrichtung rechts. Das ist die Busspur, okay, wild. So, hier haben wir noch die manuelle Haltestellenbremse. Okay. 21. Ja, dann wäre vor 20, 23. Aber, oje. Hä, ist ja gar nicht mehr weit.
5 Minuten laut Plan. Wird aber wahrscheinlich nichts. Das ist der falsche. Das ist der falsche Anzeige für die falsche Richtung, weißt du. Ah, jetzt habt ihr natürlich noch grün. Natürlich. Sonst noch wäre ein Wunsch. Irgendwie, irgendjemand. Noch ein paar andere Wünsche. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal die nächste Runde? Rückwärts, wärts, 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 wärts. Nicht? Okay. Jetzt vielleicht? Dankeschön. Sagatada, okay. Der war noch irgendwie... Ach, wir fahren in diese Richtung. Okay, da kommt natürlich so an den Bahnhof, klar. Waldhofen Bahnhof. So, und ihr wollt mit. So, einmal rein mit euch. Hallo. Hallöchen. Irgendein Fahrschein vielleicht. Guten Tag. So, viele aussteigen. Ist aber schon kuschelig geworden. Also auch mit der Menge der Leute. Nicht nur schön warm, sondern natürlich auch ein bisschen mehr Fahrgäste hier. Zentrum. Ist halt nicht ganz so abseits wie dieses Schloss, wo wir ja gerade waren. Ich sag mal, das Schloss ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt das Reiseziel hier im Winter. So, die Autos da, die parken ist auf der Busspur. Fantastisch. Schlägt es uns denn jetzt hin? Also ich bin safe ja schon mal irgendwie lang gefahren, aber so ein bisschen irritiert mich das dann doch im Großen und Ganzen. Hm. Ist die Bahnstrecke nebendran? Natürlich für den Bahnhof. Elsterkamp. Okay, da wird schon mal was Glänzendes gestohlen. So, rein mit euch. Schönen guten Tag. Achso, was du? Ja, ich habe von dem in der Mehrzahl geredet. Ist dieses vornehme, adelige Etwas, ne? Rödingerfeld, okay. Rödingers Weg oder Rödingers Feld. Das ist bestimmt irgendwie. Hängt das mit Schrödingers Katze zusammen? Bornholmer Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, stehen wir vielleicht noch ein bisschen. Jo, da ist das hier in der Kreuzung. Ja, so grob habe ich das irgendwie im Bilde. Ach, guck mal, wir haben sogar eine Linienliste. Grün? Nee. Hübsch. Immer noch nicht. Sonderziele, okay. Ganz wilde Sachen. Ja gut, da gibt es schon mal wieder ein paar mehr. Auch was ich sag mal, ein bisschen... Das heißt, ein bisschen mehr geworden ist. Was wesentlich weniger geworden ist im Laufe der Zeit. Das... Da muss ich rein. Okay. Dass Leute für die Busse tatsächlich Linienlisten erstellen. Also klar, so wenn man größere Maps oder sowas... Beziehungsweise halt, ne, ordentlich erstellte Maps, die liefern das trotzdem noch irgendwie mit. Aber ich sag mal, die Relevanz ist halt nicht mehr so krass wie früher, weil... Ich sag mal, zu den, wenn wir um sie 1 bussen, wenn man dann irgendwie mit dem Rollband gefahren ist. Oder? Nehmen wir das mal an. Da ist man viel Rollband gefahren. Und du hattest halt nicht dieses manuelle Kurbelrollband, sondern meinetwegen das mit diesen, wo du eine Zahl einstellst, so. Da war es halt wichtig zu wissen, Hallo. Welchen Zielcode du quasi hast. Jetzt, wenn du halt eine digitale Matrix hast, zum Müller Schule. Das ist, glaube ich, jetzt kein Thema für mich, oder? Nee, muss da nicht hin. Gut. Jetzt bei ne, Linie-Kurseingabe auf sämtlichen beliebigen Fahrscheindruckern, da ist irgendwie das in den Vordergrund gerückt, dass du vielleicht noch einen Zettel brauchst mit der Info, was jetzt PIN und Anmeldename sind. Also einen kleinen Passwortspickelzettel. Jetzt bei dem Bus im Speziellen nicht, aber bei vielen anderen eben. Aber die Linienliste, das probiert man halt durch, wenn man sich irgendein mega komplexes System hat, wo du dann immer auf 15 Routen kommst, sondern was halt so ein bisschen, ja, Hinfahrt 1, Rückfahrt 2, so nach dem Motto, da brauchst du halt einfach keine Linienliste, das ist halt einfach so. Aber das, ich weiß auch, wie das früher echt eine große Relevanz hatte mit der Linienliste, dass die immer da war.
Ach ja, da hat man früher rumgepusht hat in Omsi, das waren noch Zeiten. Jetzt gibt es da mittlerweile auch schon einige, die da, ne, du kannst einfach nur in die Linie eingeben und der bastelt sich dann da die Route automatisch aus dem Fahrplan zusammen und so. Also das sind ja ganz, ganz wilde technische Sachen. Wobei das da, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, der erste Bus, der das gemacht hat, dürfte doch der, so einer von Darius ist aus Hamburg oder so gewesen sein. Du hast dann den Umlauf eingegeben und er hat sich dann die aktuelle Fahrt irgendwie aus dem Fahrplan gezogen, was da noch mit der Benennung von den Ansagen noch irgendwie ein Thema war, aber ich glaube, irgendwie so lief das doch. So. Aber Zeiten ändern sich, ne? So, wie die Fahrzeiten im Winter, weil da kommt man häufiger mal einen Ticken zu spät. So. So, raus mit dir. Ich würde schon mal raus mit euch sagen. Das ist mir aufgefallen. Ja, ist das überhaupt... Fährst du jetzt bitte einfach vorbei? Du bitte nicht. Hallo, hallo. Für was blicke ich eigentlich? Danke, du Zwillingsauto. Der hat wenigstens gewartet, geh. Hilfe, passt. Auf der Engelshöhe. So, sind wir auch bald. Ah, das ist dann da rechts irgendwo in den Wohngebiet rein, weißt du, ey. Ah, diese Wohngebiet, ja, diese gute. Ich mag diese Wohngebiet. So. Also wir sind safe schon mal gewesen. Ist jetzt natürlich auch kein mega krass neues Let's Play irgendwie, aber ich wollte mal so ein bisschen die Wintersaison einleiten. Kalt ist es auch schon seit einer Weile immer mal. Nachts. Aber hier natürlich wieder regional unterschiedlich. Oh, war aber knapp, sorry. Hätte ich Money fast eingeklemmt. Ja. Du bist doch ein Depp. Bremst dann. Oh, der Scheiße. Sag mal. Die haben es heute aber auch nicht mit dem Rauslassen hier. Es gibt auch so einen Paragraphen der STVO, dass du den Bus rauslassen musst. War da nicht was? Ich glaube ja, das hatten wir schon mal im Let's Play besprochen. Also in den vielen Folgen. Ja, das haben wir safe schon mal wo besprochen. Bitte achten Sie beim Verlassen des Busses darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Busfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit Busverkehr Waldhofen. Auf Wiedersehen. Take care and goodbye. Nimm Besen und geh. Ja, ja, ist auch ein witziger Witz, ne? Ich weiß, es ist 10 von 10. So. Thema Dor, wie viel Zeit hätten wir denn auf die Rückfahrt? Ah, gar keine. Das wäre, glaube ich, ein straight direkt die Rückfahrt, ne? Ich lasse euch mal rein. Der Kollege fährt gleich. Nur so kurz Fahrerwechsel machen hier. So, Motor das nochmal an. Nochmal hier Türchen auf, damit ihr einsteigen könnt. Naja. Damit ihr nicht friert. Das wäre unschön. So, wie viel... Tatsache, direkt mit Verspätung los. Das ist ja wild. Und wieder zurück. Okay, da haben wir dann 9 Minuten. Ja, okay, knapp. Na, um City Bus Manager wäre jetzt wieder wär knapp geworden. Okay, gut. Ja, Kollege fährt gleich los. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei. Sein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.